Ask Us Anything. Eure Fragen, unsere Antworten live im Podcast beantwortet. Geht XXL. Da, XXL. Kommt auf jeden Fall mal in den Gamery/Radio Ravnica Discord. Stellt eure Frage, wenn wir sie im Podcast beantworten sollen. Wenn ihr allgemeine Fragen habt, gerne auch in den Discord reinhauen. Da haben wir auch andere Threads für und da werden die auch direkt beantwortet. Und ich fange direkt mal an mit Mario Neumann, der fragt, habt ihr immer alle Token parat, die ihr für euer Deck braucht? Oder gibt es da auch andere ästhetische Lösungen? Ich bin Freund von den passenden Token und ärgere mich jedes Mal, dass ich Stunden nach dem passenden Token in meiner Tokenkiste suchen muss. Wie organisierst du denn deine Tokens, Marc? Ich bin leider jemand, der ganz viele verschiedene Würfel hat und sagt, der grüne Würfel ist jetzt ein Bestie und der blaue Würfel ist jetzt ein Top da. Ja. Ich habe aber auch Tokens. Ich habe eine lange Zeit lang Tokens für MTG.com unterstützt damit und habe da Tokens von benutzt. Und was ich jetzt in letzter Zeit extremst gut finde, ist die Infinity Tokens, beziehungsweise sie heißen, ich weiß gerade nicht mehr, wie sie von Ultimate Guard heißen. Das sind Tokens, die du beschreiben kannst und wieder abwischen kannst. Das heißt, du hast Folienstift, du hast so ein Packen an Token und die kannst du gerade beschreiben für das, was du brauchst. Die sind dann auf der einen Seite mit Textbox für Creature, auf der anderen Seite einfach nur ein normales Ding, wo du Treasure draufschreiben kannst. Ja. Immer noch besser als diese komischen Zetteldinger, aber sehr, sehr schön mit sich rumzuschleppen, fand ich. Ja, also tatsächlich, ich hab tatsächlich keine Infinity-Token oder sowas. Ich habe in meiner Commander-Deckbox habe ich eine Schublade nur voller Tokens, wo ich immer mal wieder durchgehe, ob ich davon noch alle brauche oder ob ich davon mal andere reintun sollte. Und dann gibt's halt auch, ich bin da nicht so picky, was so Sachen angeht, wenn ich jetzt zum Beispiel ein 1-1-Human-Creature-Token mache oder ein 1-1-Soldier-Creature-Token. Dafür verwende ich einfach denselben. Und außerdem bin ich großer Freund von diesen, ich halte sie mal in der Kamera, diesen Platzhalterkarten für MDFCs, die ich eben, davon habe ich eigentlich immer mindestens 10 Stück dabei. Und wenn ich halt einen Token brauche, der super, also der einfach super speziell ist, irgendwie ein 4-1 Drachen-Illusionstoken mit Haste, dann schreibe ich das Ding hier einfach drauf und habe dann quasi meinen passenden Token da. Aber ich glaube, also ich versuche schon in den Decks, wo ich weiß, dass ich Tokens brauche, versuche ich schon so mir vorher welche rauszusuchen. Ich habe eine sehr große Token-Sammlung, nicht bewusst oder so, oder auch nicht bestellt, aber halt nochmal gesondert davon meine Foil-Tokens und die sind sehr schnell durchgeguckt. Also wenn ich da weiß, okay, ich brauche einen Clue-Token, ich brauche einen Soldier-Token, gucke ich da erstmal rein und pack sie mir in die Deckbox. Und ja, das Suchen können wir dir, glaube ich, nicht abnehmen, aber vielleicht ein paar Alternativen aufzeichnen mit den Infinity-Token beziehungsweise wiederbeschreibbaren Token von Ultimate Guard und anderen Anbietern. Dann eine Frage von DK31. Wann ist Radio Ravnica in Twitch ansässig? Das ist eine Frage, die kann man halb beantworten. Zum einen, also Radio Ravnica, also wir als Podcast sind, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob wir das mal in Angriff nehmen sollten, so eine Folge live aufzunehmen. Ich mag eigentlich immer so ein bisschen diesen Zeitraum, da Karten einzublenden, Sachen parat zu haben, dass man halt so ein bisschen das organisiert. Wir hatten ja mal die Idee, so Flash-Sachen mal kurz zu machen, wo wir uns mal eine Stunde hinsetzen, über ein Thema reden. Aber dann ist eine Zeit gekommen, wo Wizards ganz wenig Zeug macht und wir einfach auch wirklich nach News wirklich graben. Ja. Und dementsprechend haben wir das sehr, sehr wenig gemacht. Genau. Wir wurden ja jetzt neulich, also wir werden auf jeden Fall irgendwann mal in eine Art von Livestream reingehen demnächst, weil wir ja für den CCCP announced wurden auch. Da werden wir auf jeden Fall zusammen was machen. Aber genau, der Plan ist jetzt mit, also es gibt da, man könnte länger ausholen, warum ich zum Beispiel persönlich mag, dass wir den Podcast halt eben voraufzeichnen und halt eben da noch ein bisschen hin und her schieben können, dass die Vorarbeit, die reingeht und die Nacharbeit, dass es halt das Ganze, das Radio Ravnica einfach aufwertet. Mhm. Aber ihr sollt nicht ganz streamlos sein. Ich habe jetzt gerade angefangen, mir den Montag von 18 Uhr oder circa 18 Uhr bis circa 21:30 Uhr habe ich so einen Zeitrahmen für mich freigeschaufelt, wo ich auf Twitch unter twitch.tv/gamerestreamed zusammengeschrieben immer Variety Streams mache, immer um das Thema Magic the Gathering. Letzte Woche oder zum Zeitpunkt dieser Aufnahme in der Woche habe ich eben die Challenger Decks geöffnet. Davor habe ich ein bisschen Pauper gespielt mit Geist von Tasty MTG und das ist so ein bisschen mein Fenster, wo ich alles unterbringe, was ich mal so live und irgendwie auf Kamera machen kann.
Was nicht geplant ist, ist Arena. Und da bin ich auch sehr froh drauf, weil da gibt's fabelhaft andere Leute und ich bin kein Arena-Fan. Aber das ist so. Bei mir ist es ganz einfach, mein Internet ist zu schlecht zum Stream. Sonst, also ich habe es auch schon öfter gefragt bekommen, so warum ich das nicht mache. Und Aber tatsächlich, wir können auf jeden Fall gerne mal an so einem Montag mal zusammen livestreamen und dann irgendwie, weiß nicht, irgendwas zusammen zocken. Ich habe auch schon mal überlegt, Commander zu spielen, wobei das natürlich auch schon viele Leute abdecken, aber wenn sich da was anbietet. Nicht montags. Nicht montags, genau, das ist dann unser Geheimtipp. Ja. Dann noch eine letzte Frage von Franz Kong. Der hat geschrieben, im Organized Play Stream heute gab es noch keine genaueren Infos darüber, ob und inwiefern die neuen Regional Championships Coverage erhalten. Könntet ihr euch vielleicht vorstellen, einen Turnierstream im Verbund mit anderen deutschsprachigen MTG-Content-Leuten zu organisieren? Solaris hat seine Caster-Fähigkeiten ja schon unter Beweis gestellt und euch könnte ich mir gut als Host-Moderatoren vorstellen. Klingt vielleicht etwas größtenwahnsinnig, wäre doch aber eine coole Vorstellung. Ja, was sagst du dazu? Hättest du mal Bock, so ein Regional zu covern? Easy. Ich mache ja praktisch jede Woche cover ich praktisch die Gameplays, die ich habe. Mhm. Ich habe schon die Turniere tatsächlich gecovert. Live, so on Twitch und so weiter. Das war cool. Und ich finde das mega cool, mich auch mit den Personen dahin zu setzen, darüber zu reden. Ich meine, ob wir das zu zweit dann machen oder ob wir da noch zwei haben und dann wieder da und rum rotieren oder sonst was. Sei es mal hingestellt, es ist halt wirklich, wirklich cool, mit Leuten dann darüber zu reden, einfach über verschiedene Aspekte. Mhm. Und das war damals halt sehr, sehr interessant, weil ich habe halt Standard gecastet und ich hatte keine Ahnung von Standard. Aber es war total egal, weil dadurch, dass du halt so eine Expertise halt mitbringst, also in meinem Fall, ist es halt einfach, mich als zweiten Host irgendwo beizusetzen. Ja. So bin ich hier gelandet. Aber dementsprechend, es ist halt cool. Ja. Und ich würd direkt ja sagen, also gerade wenn es kein Turnier ist, was ich auch spielen würde, wenn es jetzt irgendwie ein Legacy-Turnier ist oder ein Modern-Turnier, dann würde ich es wahrscheinlich lieber spielen. Mhm. In deinem Fall wahrscheinlich Pioneer. Ja, aber, auf jeden Fall. So, casten, klar, easy, gerne. Also, safe. Also, würden wir eingeladen werden zu casten irgendwas, dann würde ich natürlich zusagen. Also, definitiv. Yes. Also, gerade wenn es ein Format ist, wo ich mich gut auskenne und wenn es kein Format ist, wo ich mich gut auskenne, würde ich mich auf jeden Fall vorher ordentlich reinlesen. Denn ich tendiere sowas dann doch sehr ernst zu nehmen und dann halt wirklich mich da Tage und Wochen vorher schon irgendwie mit zu beschäftigen. Und ich hätte gut Bock. Mhm. Ich glaube, wir würden das gut wuppen, wenn wir quasi uns den Ball auch hin und her zuspielen, wie wir es ja auch schon im Podcast tun. Also man könnte meinen, reden können wir. Gerne. Also hier, Shoutout an Legacy European Tour. Ladet uns gerne mal ein für eure deutschsprachigen Coverage-Streams, wenn ihr denn welche plant. Aber das bringt uns auch schon ans Ende von Radio Ravnica Folge 140. Nochmal der kurze Verweis zu nächster Woche. Da haben wir die Folge schon aufgenommen. Da haben wir den wunderbaren Tim Soart im Podcast zu Gast und wir reden über verschiedene TCGs im Vergleich zu Magic the Gathering. Also, wenn euch das interessiert, schaltet auf jeden Fall nächste Woche wieder ein zur Folge 141 von Radio Ravnica und lasst euch da unterhalten, während wir im Urlaub sind. Danach die Woche geht es natürlich ganz regulär weiter mit eben Preview-Diskussionen, mit Mechaniken-Diskussionen, all das, was ihr von uns kennt und mögt hoffentlich. Und natürlich ganz zum Schluss nochmal ein besonderer Dank an die Patreon-Gold-Unterstützer, namentlich General Götterspeise, Buster Madison, EasyReader24, Jan und Jan-Erik. Vielen, vielen Dank für euren monatlichen Support. Mhm. Ohne euch wäre Radio Ravnica in der Qualität, wie wir sie produzieren, eben nicht möglich. Also vielen, vielen Dank daran. Und natürlich auch vielen Dank an dich, dass du dich im Urlaub noch vor die Kamera gesetzt hast und noch eine Folge aufgenommen hast. Immer wieder gerne. Und dann hören wir bzw. sehen wir uns nächste Woche wieder mit einer voraufgezeichneten Folge, aber danach wieder quasi live, so wie ihr es uns von uns kennt. Und bis dahin, haut rein, ciao. Ciao, ciao.